Frage Nummer eins, wie stolz sind Sie denn heute? Ja, ich habe gesagt, ich bin stolz auf meine Buben. Ja, es ist vielleicht nicht ganz der passende Ausdruck, aber Udo Landbauer und Michael Schnedlitz sind dann doch zwei jüngere Politiker und sie haben das ganz hervorragend gemacht. Und was mich so freut, ist bei dieser Wahlbewegung, dass es ihnen gelungen ist, das, was sie im Herzen haben, ja, auch bei der Bevölkerung glaubwürdig zu vermitteln. Das eine sind die richtigen Inhalte, die haben wir sowieso, aber das größte Problem der Glaubwürdigkeit, der Politik im Allgemeinen ist die mangelnde Glaubwürdigkeit. Und hier wollen wir ganz, ganz klar alles daran setzen, einen Kontrapunkt hier zu setzen. Und ich denke, wir sind hier am richtigen Weg. Und wenn ich mir heute angehört habe, wie die anderen Parteien ihre Ergebnisse analysieren, dann kann man sich eigentlich als Staatsbürger nur auf den Kopf greifen, weil eigentlich ist eh alles in Ordnung. Niemand hat irgendwo einen Fehler gemacht und es soll so weitergehen wie bisher. Hier haben wir eine andere Meinung. Es muss sich im Wesentlichen alles ändern und das fängt dann vor allem auch beim Vertrauen und bei der Glaubwürdigkeit an. Es ist in vielerlei Hinsicht ein historisches Ergebnis. Rot und Schwarz hatten noch nie so wenig in Niederösterreich, die FPÖ noch nie so viel. Was sagen Sie, was der Bundespräsident gesagt hat? Hat das noch einen Schub gegeben der FPÖ? Weil natürlich haben sie es kritisiert, logischerweise, aber mancher Wähler dürfte so gesehen haben, dass er sich nicht vorschreiben lässt, wen er wählen soll. Ja, ich kann mich von dieser Stelle aus natürlich auch noch einmal an den Bundespräsidenten wenden und mich auch bei ihm bedanken für die indirekte Wahlempfehlung, die er ausgesprochen hat. Ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, ob ihm das wirklich selber eingefallen ist, ob er da von irgendwelchen Spin-Doktoren schlecht beraten wurde. Ich weiß es nicht, es ist, wie es ist, aber ich gehe davon aus, dass auch ein Ereignis wie das Wahlergebnis jetzt bei ihm dann doch auch einen gewissen Nachdenkprozess einleiten könnte. Abschließende Frage, ich möchte jetzt nicht festnageln auf irgendwelche Koalitionen, das macht zum jetzigen Zeitpunkt vermutlich nicht viel Sinn, aber was wird sich für den Wähler ändern? Die FPÖ hat viel versprochen und hat jetzt auch versprochen, dass alles umgesetzt wird. Wo wird es der Niederösterreicher merken? Ja, also noch einmal, ich bin ja nicht der Parteiobmann der FPÖ Niederösterreich und Udo Landbauer wird das schon gescheit machen, ja, jetzt auch mit seinen Leuten. Ja, wir werden auf allen Ebenen dafür kämpfen, die politischen Inhalte, die wir jetzt vertreten haben in diesem Wahlkampf und auch auf Bundesebene, weiter voranzutreiben, dafür weiter an Kraft zu gewinnen. Niederösterreich ist ja aus meiner Sicht hier nur der erste Schritt. Wir haben jetzt dann in Bälde Wahlen in Kärnten und dann haben wir einen Wahlgang in Salzburg. Und unterm Strich, irgendwann einmal wird auch diese Regierung nicht mehr vor den Bundeswahlen davonlaufen können. Und da geht es dann darum, sozusagen insgesamt diese Kraft zu entwickeln auf allen Ebenen, sodass wir einen freiheitlichen Bundeskanzler in das Amt bringen können. Das wird dann der Befreiungsschlag für die Bevölkerung sein und das wird dann auch die gerechte Strafe für diejenigen sein, die die Bevölkerung oder die jetzt eigentlich seit 2 Jahren gegen die Interessen der eigenen Bevölkerung, des eigenen Landes regieren. Was anders ist es ja nicht, was sie machen. Dann möchte ich Sie nicht länger abhalten. Ganz viele Menschen warten hier auf Sie. Ich wünsche Ihnen ein schönes Fest heute. Dankeschön. Jetzt trinke ich vor allem ein Bier, nicht? Weil ich bin schon etwas dehydriert. Macht durchschnittlich so einen Tag. Danke. Ja, das ist so.